Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Vorab nun hier eine kleine Beschreibung unserer Sprecher des heutigen Abends. Manfred Lorenz, unser Maniolo. Er spricht über das Thema Mensch sein dürfen und begleitet uns wieder humorvoll, aber auch zum Nachdenken anregend. Mit seiner unverwechselbaren musikalischen Kreativität zwischen den Sprechern durch den Abend. Thomas Bachheimer als Europapräsident des weltweit tätigen Goldstandard-Instituts hat sich Thomas Bachheimer voll und ganz der Aufgabe verschrieben, die Währungsbenutzer, also sowohl Endverbraucher als auch Wirtschaftstreibende, über die Vorteile von nichtpolitischen, gedeckten Währungen zu informieren und die Etablierung eines neuen Denkens im Währungsbereich voranzutreiben. Eduard Kahn. Das natürliche Lernen schafft mündige Kinder, die dann zu mündigen Bürgern werden. Wer mit dem bisherigen Schulsystem unzufrieden ist, dem kann geholfen werden. In Salzburg entsteht eine neue Schule. Ohne Noten, ohne Klassen, gänzlich anders als bisher. Die erste Fleißschule in Salzburg wird gegründet. Löwenherz, Matthias Jonathan aus dem Hause Jürgens. Er ist heute unser zusätzlicher, stützendes Musiksouveräner und spielt uns heute das Lied Die Gedankenpolizei. Auch Carmelita hat sich wieder zu uns her verirrt und sie merkte sehr schnell, dass sie wieder genau zur richtigen Zeit bei uns angekommen ist. Und daher gibt sie uns wieder sehr viel zu nachgrübeln mit nach Hause. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. So, Maniolo, wie ihr seht, macht wieder schnell den Soundcheck. Und in der Zwischenzeit werden wir uns auch noch gut vorbereiten, damit ihr wieder einen tollen Abend erleben könnt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja Schreibzeug hervorholen, denn es lohnt sich wieder sehr viele Informationen hier aufzuschreiben. Könnt euch auch noch schnell etwas zum Essen holen und dann sehen wir uns bald wieder hier. Also viel mit der anderen Film. Das ist zwar ein Song, aber